Hallo alle zusammen, mein Name ist Gleb und dies ist zweite iTunes Videos. Heute im Video eine ganz neue Art Google zu durchsuchen, ein Durchbruch in der Welt der 3D-Drucker, Cyberkrieg Elon Musk gegen Putin, virtuelle Mega-Yacht und auch ein Elektroauto von Schmarrn. Google Lens kann jetzt gleichzeitig nach Bildern und Text suchen. Letztes Jahr kündigte Google die Funktion Multisuche an, mit der sie die Bildsuche durch Text ergänzen können. Jetzt ist das Tool in die Phase der offenen Beta-Tests übergegangen und für einige Nutzer des Dienstes Google Lens auf Geräten mit Android und iOS verfügbar geworden. Laut den Entwicklern ist Multisuche eine völlig neue Art der Suche, die Suchmöglichkeiten in verschiedenen Situationen erwarten soll. Zum Beispiel, wenn nicht genügend Wörter zur Beschreibung des zu suchenden Themas vorhanden sind. Diese Information könnte sich als sehr nützlich erweisen. Zum Beispiel, wenn Sie ein orangenfarbenes Kleid haben, aber dasselbe Kleid in Blau kaufen möchten. Um es zu finden, müssen Sie nur ein Foto des verfügbaren Kleides machen und das Wort Blau hinzufügen und Multisuche erledigt den Rest. Es wird darauf hingewiesen, dass die Funktion Multisuche durch die jüngsten Fortschritte in der künstlichen Intelligenz ermöglicht wurde, die es uns erleichtern, die Welt um uns herum auf natürlichere und intuitive Weise zu verstehen. Anker Make M5 Hochgeschwindigkeit 3D-Drucker. Anker, bekannt als Hersteller von Batterienladegeräten, hat sich auf die Herstellung von 3D-Druckern verlegt. Das Unternehmen hat eine eigene Marke für seine 3D-Druckprodukte Anker Make und seinen ersten 3D-Drucker Anker Make M5 angekündigt. Nach Angaben des Herstellers löst diese Neuheit die wichtigsten Probleme, die 3D-Drucker davon abgehalten haben, sich in der Massenproduktion durchzusetzen. Darunter die meist langsame Druckgeschwindigkeit. Der Anker Make M5 hat eine Basierdruckgeschwindigkeit von 250 mm pro Sekunde, wenn Sie an detaillierten Projekten arbeiten, die eine präzise Bearbeitung erfordern. Der Drucker bietet jedoch eine auch wesentlich höhere Druckgeschwindigkeit von bis 2500 mm pro Sekunde. Allerdings wird das Endergebnis dann grober und weniger detailliert sein. Dieser Modus ist vor allem für Prototypen und einige Spielzeuge geeignet. Anker behauptet jedoch, dass der M5 in diesem Modus die durchschnittliche Druckzeit im Vergleich zu anderen 3D-Druckern um bis zu 70% reduzieren kann. Anker Make M5 wurde mit Blick auf die Benutzerfreundlichkeit entwickelt. Die Verbreitung des Druckvorgangs dauert nur 15 Minuten. Darüber hinaus haben die Entwickler einen weiteren problematischen Aspekt von 3D-Druckern beseitigt, die Notwendigkeit einer ständigen Überwachung. Der M5 ist in der Lage, den Druckauftrag mit Hilfe einer angebauten Kamera mit künstlicher Intelligenz zu überwachen. Wenn das System Probleme verstellt, wie zum Beispiel eine verstopfte Düse, kann es eine Warnung an das Smartphone des Benutzers senden. Und über die mobile App von Anker können Sie Druckaufträge aus der Ferne live verfolgen. Elon Musk gegen Putin. Vor etwas einem Monat forderte Elon Musk Putin heraus, für die Ukraine zu kämpfen. Zu diesem Zeitpunkt war es unmöglich, auf eine Antwort von Putin zu warten und stattdessen wurde Musk von Rogozin beantwortet. Der Kampf zwischen Elon Musk und Putin hat in Wirklichkeit nicht stattgefunden. Aber sie können sich immer noch in einem virtuellen Duell im Spiel Musk gegen Putin treffen, das von ukrainischen Entwicklern entwickelt wurde. Ziel dieses Projekts ist es, auf dem Krieg in der Ukraine aufmerksam zu machen und Spenden für die Opfer zu sammeln. Basel spielt Musk gegen Putin wurde auf der Grundlage von Utility erstellt. Es handelt sich um ein einfaches Kampfspiel, bei dem man nur die Bewegung Pfeiltasten, zwei Arten von Angriffen und das Abwehren von Schlägen des Gegners steuern kann. Der Spieler muss für Elon Musk kämpfen und seine Rivalen sind zunächst Kadyrov und nachdem man ihn besiegt hat, kann man mit dem Boss kämpfen, Putin. Ihr Kämpfe im Spiel Musk gegen Putin findet in der Ressourcenstadt Mariupol statt, begleitet von dem Lied Oi Ruse Chervona Kalina. Nachdem die Invasoren besiegt wurden, öffnet sich eine Seite mit einem Link zu einer offenen Seite für Flüchtlinge und vom Krieg betroffene Ukraine.
eine virtuelle Megajacht. Die Berjacht ist bekannt für seine Hangendjacht in Städt, kurz davor, seinen eigenen Rekord zu brechen und das 100 Millionen Dollar teure Schrift zum Verkauf anzubieten. Die Yacht hat ein revolutionäres Design und verfügt über ein Casino, einen Fitnessraum, eine Sauna, einen Hubschrauber-Landerplatz und 12 ausgestattete Kabinen, die 24 Gäste aufnehmen können. Sie hat eine Hochgeschwindigkeit von 24 Knoten und eine Reichweite von 7000 Seemeilen. Es wird auch berichtet, dass es möglich ist, in Kryptowährung zu bezahlen, wenn das nicht eine Sache wäre. Es ist virtuell und der Grund für all dies das metavirtuelle Universum. Sie können eine solche Yacht während VIP-Veranstaltungen oder Online-Spiele in dem von Cyberyacht entwickelten Metashift besuchen. Die virtuelle Welt verblüfft immer wieder auf neue. Ein Elektroauto vom Smart. Smart ist endlich bereit, die Serienversion seines elektrischen Crossovers, Konzept Nummer 1, zu zeigen. Der neue Smart Nummer 1 sieht dem Prototyp sehr ähnlich. Die Serienversion behält die rahmenlosen Fenster und das Glasdach bei. Allerdings verzichteten die Ingenieure auf eine konzeptionelle Schnittstadt wie Scherentüren, große 21 Zoll Räder und 2 Rücksitze. Das Elektrofahrzeug hat eine Batterienkapazität von 66 kWh pro Stunde, die eine Reichweite von bis zu 440 km ermöglicht. Es dauert 3 Stunden, um die Batterie mit 22 kW von 1000 auf 1800 auszuladen, während das ultraschnelle Laden weniger als 30 Minuten dauert. Der Wagen wird von einem 200 kW Motor angetrieben und erreicht eine Hochgeschwindigkeit von 180 km pro Stunde. Im Innenraum stehen ein 12,8 Zoll Infotainment-Display, ein 9,2 Zoll Digital Dashboard und ein 10 Zoll Projektdisplay zur Verfügung. Die Ingenieure haben den Smart Nummer 1 mit Fahrerassistenten, 7 Eingabes und einen optionalen Digital-Schlüssel aufgetastet, mit dem das Elektroauto an Freunde übergeben werden kann, um es zu steuern. Das Elektroauto Smart Nummer 1 ist 4270 mm lang, 1822 mm breit, 1636 mm hoch und hat einen Randstand von 2750 mm. Die Fahrzeugmasse beträgt 1820 kg und die maximale zusätzliche Last wird mit 450 kg angegeben. Das ist das Ende unseres Videos. Vielen Dank an alle, die zugeschaut haben. Und das ist das Ende unseres Videos. Vielen Dank an alle, die geschaut haben. Und wir sehen uns in zukünftigen IT-News-Videos. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Während Sie sich das Video auf diesem Kanal ansehen, sterben ukrainische Zivilisten durch Bombenangriffe der Russischen Föderation. Das wahnsinnige Putin-Regime hat einen friedlichen Staat im Herzen Europas angegriffen. Unterstützen Sie die ukrainische Armee. Spenden Sie die Kosten für den Fonds Komm lebendig zurück. Folgen Sie dem QR-Code oder dem Link in der Beschreibung des Videos und überweisen Sie einen beliebigen Geldbetrag, der den ukrainischen Widerstand definitiv stärkt und hilft, der kriminellen russischen Aggression zu widerstehen.